Ja, du möchtest hier also in der Unkrautwüste ein ganz normales Beet anlegen. Und wie du dieses Unkraut aus der Erde befreist, zeige ich dir in einer neuen Folge von Jörg erklärt. Ja, bei mir hier ist das eine Unkrautwüste. Die haben früher oder vor kurzem noch ganz viel Brennnesseln gestanden, habe ich schon mal abgeschnitten. Und ich möchte diese Brennnesseln und die Grasnarben hier herausholen und möchte hier ein kleines Beet einrichten. Ja, und was benötigen wir dazu? Ganz einfach. Ich benötige dafür hier einen Betonmischer, wie ihr hier so sehen könnt. Und da habe ich schon mal eine Siebtrommel dran gemacht. Die Siebtrommel ist sehr gut geeignet für solche Arbeiten. Und von daher ist sie auch direkt für einen Betonmischer hergestellt worden. Ich verlinke mal die Siebtrommel unten in der Videobeschreibung mit. Könnt ihr mal reinklicken und wenn ihr so was benötigt, euch dort bestellen. Und ich werde jetzt mal hier beginnen, die Erde damit durchzusieben. Wir benötigen hier dafür noch eine Grabgabel und einen Spaten und eine Schubkarre zum Unterstellen, wo die Erde erstmal als erstes hereinfallen kann. Die kann dann später ins Beet fallen und jetzt kann es auch schon mal losgehen. Und natürlich als erstes Strom anstecken und dann können wir hier starten. Und ihr seht, wie das sich dreht hier, der Betonmischer. Da ist noch ein bisschen Erde drin vom letzten Mal. Und jetzt können wir mal als erstes hier vom Beginn. Ich würde mal hier vorne beginnen. Und solche Geschichten haben wir dann immer hier, solche Grasnarben. Und die gilt es ja hier von Erde zu befreien. So, und da kann man hier ganz entspannt ins Erde rein. Und lassen das jetzt einfach die Maschine hier erledigen. Und da kann man sich ja jede Menge Erde ersparen. Hier vorne fallen die Steine raus und dann auch hier unser Gras, hier mit wenig Erde nur noch dran. Und so können wir das jetzt hier fortsetzen. Ja, und hier kann man sehr gut erkennen, wie ich mit meinem Spaten hier die Erde aufnehme und sie in das Sieb werfe und dadurch eine schöne fein gesiebte Erde dadurch in der Schubkarre erhalte und diese werde ich dann in der ausgehobenen Fläche wieder ganz einfach verteilen. So einfach kann es sein. Und so kann es dann ausschauen, wenn die Erde durchgesiebt ist. Ich habe ja alles mit dem Spaten herausgeholt und dort, was ich herausgeholt habe, mit der frischen Erde wieder aufgefüllt. Und ich hoffe, ich konnte euch mal aufzeigen, wie einfach es ist, mit so einem Rollensieb hier seine Erde durchzusieben und so ein Beet anzulegen. Ja, wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder, wenn es wieder heißt, Jörg erklärt's.